Herzlich willkommen bei der 5. Folge von Gothic 1 und wir schauen mal weiter, in welche Häuser wir denn so gehen können. Bloodwind da vorne hat uns hoffentlich nicht gesehen. Na? Nö, hat er nicht. Perfekt. Na dann. Können wir den guten Slimer ausrauben. Und ja, der hat zum Beispiel auch einen schönen Kamin, wie ihr gesehen habt. Okay, weiter geht's. Oh. Da sitzt auf dem Tisch. Hahaha. Okay. Hab ich auch noch. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen, dass sie sich dann auch so auf den Tisch draufsetzen. Der sitzt natürlich auch bescheiden. Graham sitzt auch so, dass wir nichts machen können. Hey, du! Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Gut, da wollte sich natürlich auch gerade umdrehen. Gucken, was er macht. Er hat nur ein Bett zur Verfügung. Das heißt... Ah, Halleluja. Was machst du da? Wenn ich dich erwische, bist du dran. Ah, da wollte natürlich jetzt auch gleich wieder rausgehen, ne? Komischer Ablauf. Ich mach gar nichts. Nö, du siehst mich nicht. Okay, wahrscheinlich hat er den Vorhang. Okay. Zack, draußen. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. So, und hier bei den Gardisten in ihrem Turm ist natürlich riskant, aber könnte sich natürlich lohnen. Zack, ah Mensch, ein Bogen. Aber ich glaube, ein Bogen, den wir nicht anlegen können, das ist jetzt halt der Nachteil von dem Inventar. Es geht ewig lang runter und jetzt haben wir einen Bogen. Na gut, da fehlen uns 4 Geschicklichkeitspunkte. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich hier. War nicht besonders schlau. Raus hier! Du lernst schnell! Hey, du! Du hast da drinnen nichts zu suchen! In seiner Haut will ich trotzdem nicht. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern will. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Und das ist die Hütte von Grimm. Ja, sieht man. Manche lernen gar nichts dazu. Blut überströmt. Eine relativ einfache Truhe. Mit einer normalen Vierer-Kombination gesichert. Manche lernen eben gar nichts dazu. Und Diego, ehrlich gesagt, der war ein kleines bisschen zu nett zu uns. Also von daher, den würde ich nicht ausrauben wollen. Dafür können wir aber ruhig hier mal reingucken. Oh. Nö. Bei dem vielleicht mal. Ah ja, das ist ja Mut. Dass der überhaupt was drin hat, normalerweise müssten den eigentlich so viele Leute hassen, da dürfte gar nichts in seiner Kiste haben. Hey du! Snuff ist auch immer so richtig aktiv. Du hast da drin nichts verloren. Verschwinde! Der guckt jetzt aber gerade sehr schön.
in die falsche Richtung. Oh, und hier drin haben wir schon relativ viel Erz und Rezepturen. Im ersten Band eines Buches. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel auch mal die Möglichkeit, okay. Den meinetwegen mal niederzuknübeln. Oh, wir haben keine Dietrische mehr. Mit Fingers müssen wir ja auch noch reden. Das wird dir noch leid tun. Hey, du! Du lernst schnell! Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja? Du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Genau, perfekt. Dann würde ich jetzt mal gucken, ob ich gegen Kirko schon gewinnen kann. Ich sag mal so, der hat zwar eine Gardistenrüstung an. Aber vielleicht kann man es ja schaffen. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei, aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. So, jetzt gucken wir mal. Kirgo. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Hm. Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur... Er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Na gut. Machen wir doch. Also wir probieren es zumindest mal. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. Er hat halt eine Gardistenrüstung an. Damit hält er schon ordentlich was aus. Probieren kann man es. Später sind wir aber noch stärker. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Wir müssen eigentlich nur ein bisschen blocken. Okay. Versuch das nicht mehr. Wir haben zu wenig Stärke, beziehungsweise eine zu schlechte Waffe. Von daher wird das noch nix. Wie spät ist es? 3. Da würde ich sagen, na gut, da können wir eigentlich zum neuen Lager mal aufbrechen und dann gucken wir uns das mal an. Bringt jetzt nicht viel, hier noch was im alten Lager zu machen. Wir haben fast alle Missionen abgeschlossen. Und für die eine müssen wir sowieso ins Sumpflager. Von daher bietet sich das hier doch durchaus mal an, ins neue Lager zu gehen. Um eine späte Uhrzeit trifft sich sogar Diego hier. Gut, reden wir mal mit Mordwack und sagen mal, dass wir ins neue Lager wollen. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir.
Mortrek wäre jetzt nicht so krass der erfahrene Kämpfer. Aber er trägt trotzdem eine relativ gepolsterte Rüstung. Der hält seine Waffe zwar noch in einer Hand, aber das muss nicht allzu viel bedeuten. Treffen kann er uns trotzdem und das hätte trotzdem auch Schaden anrichten können. Und vor allem möchte ich euch ja, bevor ich mich einem Lager anschließe, alle Lager zeigen. Und dann könnt ihr zum Beispiel entscheiden, Mensch, schließ dich doch dem Lager an oder schließ dich dem Lager an. Genau. So würde ich das dann auch machen. Ich zeige euch erstmal alle Lager und dann sagt ihr, Mensch, schließ dich dem neuen Lager an oder nein, schließ dich dem alten Lager an. Oder nee. Geh mal zu uns Sektenspinnern oder ins Sumpflager. Die nehmen so eine Art Sumpfkraut, in Klammern Drogen, zu sich und das ist doch ganz, ganz chillig, sag ich mal. Genau, den Weg kennen wir ja schon. Führt vorbei an Kavalons Hütte. Und Mordwack sollte vielleicht mal vorneweg gehen, es wäre gar nicht so schlecht. Und mit Kavalon können wir noch mal reden, der hat sicherlich noch etwas Erz für uns. Zeig mir deine Ware. Ja, 200 Erz. Die Laute können wir verkaufen, haben wir mittlerweile drauf gespielt. Becher, Kochlöffel, Schüssel, Krug, Pfanne, Rasiermesser, brauchen wir alles nicht. Rohstahl haben wir noch dreimal zur Verfügung. Dann haben wir noch etwas an Fleisch, was wir verkaufen können. Waldbeeren, habe ich gesagt, verkaufen wir. Brot können wir ein Stückchen verkaufen davon. Oder ein bisschen, besser gesagt. Und dann muss man hier ein kleines bisschen gucken. Naja, nehme ich mal noch zwei Pfeile mit. Obwohl, hier bräuchte ich eigentlich auch noch so ein bisschen was. Und so passt das. Ein Dietrich mal wieder mitgenommen. So, na dann, hier oben auf dieser kleinen Ebene waren wir bereits auch schon. Weiter hinten wären wir aber dann einem Wolf begegnet und den kann Mordwack oder Mordrak jetzt aber erledigen mit seinem Langbogen. Hier ist noch eine Steinwurzel. Drei gezielte Schüsse, tot ist der Wolf. Und hier ist noch ein anderer. Nein! Aidan hat ihn getötet. Naja, egal. Jetzt haben wir natürlich nicht die Erfahrungspunkte bekommen, welche wir haben wollten. Wir können ja auch erstmal mit dem reden. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Ja, und das ist genau dasselbe. Er kann uns auch wie dieser Redford oder Quatsch, wie dieser Twax was beibringen. Truhe, können wir die aufmachen? Ja. Hat er nichts dagegen. Sind auch wieder Dietriche drinne, kann man auf jeden Fall mal gebrauchen. So, gehen wir mal weiter mit Mordrak. Hier noch ein Höllenpilz. Also ihr seht schon, ich heb alles auf. Ein kleines bisschen Abstand zum Mordrak gewinnen. Und das waren nochmal zwei Goblins, die sich versucht haben, uns in den Weg zu stellen und kläglich gescheitert sind. Und hier vorne leuchtet sogar eine Fackel. Mensch, was ist denn da los? Ja, hier haben wir noch eine Truhe. Links, links, rechts war die Kombination. Und gleich wieder zwei Dietriche drin. Und dann haben wir hier natürlich noch ein paar Scavenger und das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache, wo man das Schleichen oder bei der man das Schleichen
benötigen könnte. Dauert natürlich ein kleines bisschen länger, bis man dort ist, aber man kann sich als Jäger natürlich dann so ranschleichen. Oder auch mit der Waffe. Na, der hier vorne hat noch Fleisch für uns, genau. Ja, es wird langsam wieder Tag, wie schon gesagt. Es ist jetzt 4.35 Uhr, das bedeutet, es wird langsam wieder hell. Und mit dem Mordwerk haben wir dann auch die exklusive Möglichkeit, natürlich mal ein kleines bisschen auf die Kacke zu hauen und zu sagen, okay, die Blutfliegen da unten, das ist kein Problem für uns. Und jetzt haben wir die alle auf unserer Seite und Mordwag wird die jetzt gleich besiegen. Und von denen können wir Hallo. Zum Beispiel die Flügel mitnehmen. Wir schaffen es aber sogar, die alleine zu besiegen, weil zwei Schläge ist jetzt nicht gerade viel. Perfekt, wieder ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt. Kein Problem für uns. Ja, können sogar bald wieder ein Level aufsteigen. So, gehen wir mal weiter. Und hier sind wir jetzt auch schon angekommen. Man darf auch nicht alles, wenn du meinst, was man hört. So. Hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Genau, ganz cool. Die Torwachen lassen uns auch einfach durch. Der Grund ist aber, dass wir mit Mordwag hierher gekommen sind. Ja. Wie schon gehört wurde, hier wird der Reisschnaps angebaut. Und dieser Butler Guy hat gesagt, nö, Reisschnaps schmeckt mir nicht, ist blöd. Aber die hier im neuen Lager sind da ganz anderer Meinung. Gehen wir jetzt erstmal da hoch. Die Barriere ist wieder aktiv. Und es ist schon eine stattliche Befestigung. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber
Wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Herz zu geben. Wir wollen hier raus. Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Hülle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber ran kommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich keinen Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Pass auf deinen Rücken auf. Genau, das werden wir doch glatt tun. Und jetzt sind wir schon mal hier angekommen und können uns doch mal umsehen. Also wir sehen schon, Mensch, hier gibt's eine Taverne auf dem See. Und das scheint ein Damm zu sein. Mensch, was ist denn hier los? Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Hast du den Damm gebaut? Ja. Als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. Na gut. Stattliche Leistung. Das ist halt auch so was, das ist so eine Standardtextur von außen gesehen und wenn man dann näher rangeht, wird das erst geladen. Das ist halt, um mit damaligen Ressourcen das Spiel trotzdem zum guten Laufen zu bewegen. Und hier haben wir jetzt die große, krasse Wohnhöhle des neuen Lagers. Auf der linken Seite sind die Banditen, auf der rechten Seite sind die Söldner und dort oben sind die Wassermagier. Und das gucken wir uns doch jetzt mal an, in der wunderschönen 5. Folge dieses Spiels. Ja, auf der linken Seite ist Laris, zu dem sollten wir uns ja als erstes begeben. Ach, hier rennt schon jemand herum. Wo willst du denn hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Aber Rosse. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Ach, Rosco heißt er. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Genau, hier haben wir jetzt Laris. Mit dem können wir uns doch jetzt erstmal unterhalten. Der Anführer der Diebe. Was ist denn los? Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen? Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst.
Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Na gut, gucken wir erstmal ein bisschen rum. Den Rest der Wohnhöhle erkunden. Was ist denn los? Muss aber ehrlich sagen, es ist noch pur in der tiefen Nacht, also... Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ja, und Sharky kann uns jetzt so ein paar Sachen verkaufen natürlich. Erstmal hier die Flügel bringen auch Geld ein. Dann haben wir ja noch die ganzen alten Waffen. Mit dem Bogen kann ich auch nicht viel anfangen. Jetzt seht ihr schon, aha. Jetzt haben wir schon wieder die 250 Erz zusammen. Ohne krass viel damit zu machen. Verkaufen wir mal noch ein paar Pfeile. Ich sag mal so, 30 oder 20 Pfeile ist im Prinzip genug. Das sage ich jetzt einfach mal so. Dann verkaufen wir jetzt hier noch so ein kleines bisschen was und suchen jetzt hier noch eine relativ billige Sache raus. Zum Beispiel so einen Apfel. Und dann verkaufen wir das. Zack. Gucken, was Bruce sozusagen hat. Okay. Das ist so ein NPC, der nur so ein paar Standardsachen sagen kann. Also der, von dem hätten wir jetzt nichts Gehaltvolles erfahren. Es ist halt wirklich noch mitten in der Nacht. Deswegen können wir erstmal, also nicht mitten in der Nacht, aber am frühen Morgen, die stehen erst ein paar Minuten auf. Reden wir erstmal mit dem Magier hier. Ich grüße dich, Magier. Der Segen Adanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken oder dir ein paar nützliche Dinge anbieten. Was kann ich für dich tun? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Wir sind die Magier vom Kreis des Wassers. Die Magier vom Kreis des Feuers findest du im alten Lager. Aber ich komme nicht in die Burg. Kannst du mir helfen? Nun, gelegentlich senden wir Boten zu unseren Brüdern ins alte Lager. Aber wir vertrauen diese Nachrichten nur Lares-Leuten an. Seit vielen Jahren sorgt er schon dafür, dass unsere Nachrichten sicher ankommen. Ihr wollt die Barriere zerstören. Wie genau soll das gehen? Wir brauchen eine große Menge magisches Erz. In einem großen magischen Ritual werden wir die gesamte magische Energie freilassen und somit die Barriere sprengen. Natürlich zieht eine solch große Menge Erz allerlei Lumpen und Banditen an. Also brauchen wir jeden Mann, der bereit ist, unseren Plan zu verteidigen. Ich will bei euch mitmachen. Wenn du dich uns anschließen willst, solltest du zu Lee oder Lares gehen. Ich will Magier werden. Wir können es uns nicht leisten, unser Wissen unter unseren Feinden zu verbreiten. Erst wenn du deine Loyalität zu uns unter Beweis gestellt hast, werden wir überhaupt in Erwägung ziehen, dich zu unterweisen. Genau. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Setze sie mit Bedacht ein. Also hier können wir lernen, mehr Mana zu haben und wir können mit ihm handeln. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Genau. Zum Beispiel hat er hier eine Karte, die können wir uns ja mal kaufen. Und er hat auch Ringe. Hier zum Beispiel einen Ring der Stärke. Das ist natürlich nett für uns als Kämpfer. Deswegen kaufen wir die doch gleich jetzt mal. Und mittlerweile haben wir schon so viel Erz, da können wir ruhig mal getrost sagen, okay, wir geben mal etwas Erz aus. Perfekt. Jetzt legen wir den Ring an und haben mittlerweile 25 Stärkepunkte. Übersicht des neuen Lagers. So sieht das neue Lager aus und wir befinden uns jetzt gerade dort, wo dieser blaue Kreis ist. Darunter ist das Erz. Und in die Rezepturen haben wir auch noch nicht reingeschaut. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr wollt, ist ein Rezept. Und so sieht der Erzhaufen übrigens aus. Wird von magischen Runen bewacht und einem Gitter. Ja, und das wär's auch schon mit dieser Folge. Und damit sehen wir uns im 6. Part wieder. Bis dahin, tschüss, euer Zardas.